Wir freuen uns sehr, unsere Vision für das kommende Jahr mit euch zu teilen. Übergriffe führt als erstes eine brandneue und herausfordernde Endspielaktivität ein, die speziell für das Teamplay entwickelt worden ist. Bei diesem Einsatz steht euer Team einem scheinbar unbezwingbaren Gegner gegenüber und ihr werdet mit neuen mächtigen Waffen und Ausrüstungsteilen belohnt. Das zweite Update ist der Auftakt zu einer wilden Menschenjagd in der Dark Zone. Es fügt dem Spiel außerdem einen neuen Einsatz auf dem bekannten Columbus Circle hinzu. In der ersten Erweiterung Untergrund begebt ihr euch unter die Straßen von New York. Tödliche Gegner formieren sich in einem endlosen Labyrinth von Tunneln und U-Bahn-Stationen. Wie tief kann euer Team vordringen? In der zweiten Erweiterung Überleben werdet ihr in New York genug Vorräte finden, um zu überleben und Hightech-Material sicherzustellen? Oder erliegt ihr der Versuchung, abtrünnig zu werden, so wie viele andere? Eine neue Bedrohung taucht in der dritten Erweiterung, Letztes Gefecht, auf. Ihr und euer Team müsst euch gegen einen unerbittlichen Gegner verteidigen. Rekrutiert andere Agenten und organisiert eure Verteidigung, um die Stellung zu halten. Schaltet mit dem Season Pass alle drei Erweiterungen sowie zusätzliche VIP-Vorteile frei. Tom Clancy's The Division ist ein Spielerlebnis, das sich ständig weiterentwickelt und bei dem euer Agent stärker wird, je mehr Erfahrung ihr sammelt. Über das Jahr kommen neue Features hinzu, angefangen mit dem Beutehandel. Das wird ein spannendes Jahr. Hoffentlich habt ihr viel Spaß mit den Inhalten, die wir euch bieten werden. New content first on Xbox.